selber. Moin moin meine lieben Freunde und erstmal natürlich ein gesundes neues Jahr euch allen. Und damit herzlich willkommen auf dem Kanal, wo im April 2021 das neue Jahr begrüßt wird. Auf diese Pünktlichkeit wäre sogar die Deutsche Bahn stolz. Ja, man hat ja schon lange nichts mehr von mir gehört. Das letzte war ja nun mal das Musikvideo, wo man wenig von mir selber gehört hat, beziehungsweise gesehen hat. Doch gesehen hat man viel von mir, aber gehört hat man auch viel. Bruder, was war das denn? Nur nichts Privates, so, das wollte ich damit sagen. Genau, ich habe dieses Video, beziehungsweise so ein Video hier, schon mal in der Art gemacht. Das kam richtig beschissen an. Und deswegen denkt sich jeder normal denkende Mensch, mache ich doch einfach nochmal. Also mache ich es nochmal. So einfach ist das und so einfach geht das. Ich bin schwer beeindruckt. Bevor das Video nun, sage ich mal, richtig anfängt, ich habe ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Videos auf Platte. Zum Beispiel auch von meinem Tagesablauf, was ich dann irgendwann verworfen habe, was sich jeder wahrscheinlich dann klar denkende Mensch selber... Genau. Was jeder mit normalem Menschenverstand sich wahrscheinlich selber hätte denken können, das wollte ich sagen. Ja, ich habe das dann irgendwann abgebrochen, das Ganze, und ich habe die Videos aber trotz alledem noch auf Platte. Und jetzt ist natürlich die Frage, was darf beim Baden nicht fehlen? Snacks. Okay, aber die weniger relevante Frage ist natürlich auch, von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Ohio? Na gut, okay, Spaß beiseite. Jetzt die wirkliche Frage. Soll ich die Videos noch bringen? Oder soll ich einfach sagen, okay, scheiß drauf, wirf die einfach weg. Das erste Video war gut, die zweiten wären wahrscheinlich auch gut geworden. Aber soll ich die nun bringen oder nicht? Das ist nun die Frage. Der Sketch mit dem Gewinnspiel, den habe ich definitiv noch auf Platte und der wird auch definitiv noch kommen. Dieses Jahr noch, das verspreche ich. Das kann ich auch versprechen, weil das Jahr ist ja noch relativ jung. Andere Versprechen werde ich natürlich weiterhin nicht geben, ihr kennt mich ja. Aber dieses Video, wie gesagt, gab es ja schon mal in einer ähnlichen Form und das wird es jetzt nochmal geben. Und zwar habe ich mir einen neuen PC zugelegt. Kurzer Disclaimer, Leute. Natürlich wäre das hier kein normales Kreos-Video, wenn es nicht auf witzig geschnitten worden wäre. Also keine Angst, das ist kein normales Unboxing. Das ist ein typisches Kreos-Video. Und diesmal aber nicht irgendein, sondern ich habe mir selber zusammenstellen lassen. Ich habe auch geguckt, beziehungsweise in Foren angefragt, ja, wie sieht's da aus? Muss ich da irgendwas Genaueres beachten? Verpiss dich, du Arsch! Also habe beim Prozessor und bei der Grafikkarte wirklich richtig übertrieben. Aber damit bin ich jetzt auf jeden Fall gewappnet und kann auch das, was mir, sag ich mal, vorgeworfen wurde von dem letzten Diss-Track. Nochmal sag mal, wann kommt denn nun endlich der erste Stream auf deinem Twitch-Kanal? Kann ich das nun endlich damit ändern? Mein alter PC hatte gar nicht die Möglichkeit dazu, in irgendeiner Form Streams hochzuladen. Ich muss nur gucken, wie das die Internetleitung hier hergibt und ob die eben ab und zu mal abschmiert. Und genau zu der Thematik, je nachdem, was mein Internet gerade macht, habe ich hier einen kleinen Einschnitt für euch, um euch mal zu zeigen, wie es momentan so mit meinem Internet steht. Ich meine, das Internet in Deutschland ist, wie wir ja alle wissen, Neuland. Komplett störfrei, überhaupt keine Störanfälle. Ich zeige euch hier mal kurz eine Kurve. Ihr müsst euch vorstellen, da wo es glatt ist, ist es in Ordnung. Da ist das Internet tipptopp. Und da wo es so ein klein bisschen nach oben geht, dort ist dann so der Punkt, wo man sagt, ja, hier leckt es ein bisschen oder bricht dann eben mal komplett weg. Kommt nicht oft vor, wie ihr gleich sehen werdet. Ich zeige es euch mal kurz. Wartet. So, hier habe ich das mal kurz. Also hier unten haben wir so die Uhrzeiten. Und hier oben sehen wir einen kleinen Ausreißer bei 18 bis 20 Uhr. Hier auch nochmal so, ja, zu den Hauptstreaming-Zeiten halt, ist ja nicht schlimm. Da war eine, ja, irgendwie eine Unterbrechung oder ist es so hochgegangen, dass das System das gar nicht mehr erkennen konnte. Hier auch und ja, hier und ach, hier Zahlen bis hoch zu 600, 800, 900, ach. Kurz gesagt, was ich damit sagen möchte, wenn sich das hier nicht ändert, dann muss man mit Abbrüchen rechnen. Aber es wird mich auf jeden Fall nicht aufhalten, daran durchzustarten. Wir behalten
behalten das natürlich weiterhin im Auge, aber ich werde trotzdem streamen. Kann halt nur passieren, dass ich gefühlt alle 5 Minuten weg bin. Ja, das wollte ich nur nochmal dazu gesagt haben. Und jetzt weiter mit dem Video, komm. Quatsch weiter. Und nochmal ganz kurz zurück bezüglich der Abstimmung, ob ihr die Videos noch sehen wollt oder nicht, habe ich unten ebenfalls erster Link in der Videobeschreibung, ist ein Straw Poll, also eine Umfrage, dort einfach anklicken, ja wir wollen es sehen, nein wir wollen es nicht sehen. Also gucken wir uns jetzt einfach mal den Rechner an, ich finde er ist mega geil, ich hoffe der sieht auch so gut aus, wie ich ihn mir zusammengestellt habe, also bis gleich. Ist der jetzt zusammengebaut oder nicht? Der ist schon zusammengebaut. Okay. Das sind nur die ganzen Kartons. Also die haben die ganzen, ach da bin ich, also die haben die ganzen Kartons mitgeschickt, was ich echt gut finde hier von dem Prozessor, Mainboard etc. pp. Dadurch kann ich die im Zweifelsfall, wenn mal was Neues rauskommt, das Ganze auch wieder verkaufen. Trotzdem haben sie mir natürlich zusammengebaut und der steht hier. So, gut, das war's dann. Ich verpiss mich jetzt. Wenn Corona vorbei ist, könnt ihr mich gerne wieder anrufen. Ich verschicke mich jetzt mit dem Paket hier. Ich bräuchte nur noch, könnt ihr noch jemanden schicken, der das Ganze hier bitte zumacht? Dankeschön. Tschüss. Dumm die dumm die dumm die dumm die. Was das heißt? Au! Ah! Was das heißt? Und nach so einem Zusammenschnitt gehe ich übrigens ins Bad, schaue in den Spiegel und denke mir einfach nur: What the fuck are you doing? Achso, und falls sich jemand fragt, wieso ich die ganze Zeit die Mütze trage, meine Haare sehen absolut scheiße aus, die sind gerade im Wachstum. Ich plane nämlich was mit denen und jetzt sind die aber gerade in so einem Status, wo die einfach nie gut aussehen. Also egal wie ich sie style, sie sehen einfach nie gut aus, deswegen. Und entschuldigt die Unordnung im Hintergrund, die ist, da. So, dann packen wir den mal aus. Wie soll ich den auspacken? Der ist voll riesig. Okay. Muss ich unten vielleicht auch aufmachen und dann den einfach so abziehen? What am I supposed to do? Ich mach's einfach mal. Der wollte nicht, dass man das so auspackt. Junge, was machst du da? Aber sorry, liebe Mitarbeiter, ich bin dafür einfach zu inkompetent. Aber wie mache ich das jetzt? Ich klappe den nochmal zu und stelle ihn dann auf. Leute, ich bin einfach inkompetent. So, stelle ich den auf, dann hebe ich den hoch. Hilfe. Hier außen sind Griffe. Kann man den dadurch hochheben? Na, mal probieren. So. So. Oh, Maschallah, Digga. Oh, guck mal da, Digga. Junge, ey. Ich glaube, ich habe mich noch nie so inkompetent angestellt wie jetzt gerade. Hallo, ich bin der Pappmann. Pappmann rettet, wo er nur kann. Ich betäube meine Sinne. Ja. So, da ist das Ding. Ich werde es jetzt mal auspacken, vorsichtig.
So, und dann, wie muss ich es abziehen? Ach, das ist wirklich so rum hoch. Alter Schwede, ist der tief. Holla die Waldfee. Sieht man den halbwegs? Sieht man halbwegs. Okay. Ta-da-da-da. Kann ich noch ja nicht anschließen und testen? Weil ich es erstmal ruhen lassen muss. Aber, Alter, ist schon kranke Verarbeitung. Und hier vorne sieht man jetzt vielleicht in der Kamera ein bisschen schlecht. Mal gucken. Ja, jetzt ist da auch noch meine Beleuchtung im Weg. Hier vorne sind drei Ventilatoren, die ich dann farblich einstellen kann. Die werden zum größten Teil grün sein. Hinten ist auch nochmal ein Ventilator, den ich auch farblich einstellen kann. Aber was ich gerade überlege, ich habe gar kein Netzteil. Das war meine Befürchtung, dass sie das Stromkabel nicht mitschicken. Und ich glaube, diese Befürchtung ist auch wahr geworden. Als ob man zu dem Netzteil extra noch ein Stromkabel braucht. Oder ist das hier drin verbaut? Gucke ich mir mal an, was hier fabriziert wurde. Anfangen. Ah, okay. So, dann geht das Glas jetzt hier ab. So, und wie soll ich das Ding jetzt hier rausbekommen? Kann mir das mal irgendwer verraten? Eine Stunde später. Sag mal, halt bitte vorsichtig das Füllmaterial entfernen. Vorsichtig, wie soll ich denn das vorsichtig machen? 2 Stunden später. Also am ehesten kriege ich das, sag ich mal, hier unten raus. 3 Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Ja. Komm raus. Ah. Da müsste ja auch eigentlich hier noch die Antenne bei sein. Ah, hier sind die ganzen extra Kabel. Wofür ist das? Ich habe ja mal gar keine Ahnung, ne? Aber davon viel. Es wurde getestet. Wichtig ist, dass dieses Kabel hier dabei ist. Ja, und dann wurde ich mitten beim Auspacken angerufen. Ja, ist mir scheißegal. Habe noch in die Kamera gesagt. Okay, jetzt bekomme ich einen Anruf, bin gleich wieder da. Und wollte direkt danach, nach dem Anruf, weiter aufnehmen. Der Anruf hat sich dann aber leider etwas gezogen. Und dann habe ich schlichtweg vergessen, beziehungsweise verdrängt, dass ich noch aufnehmen musste. Dadurch entsteht jetzt eine kleine Zeitspanne. Deswegen wundert euch nicht, dass jetzt hier ein Cut ist. Und alles weitere folgt natürlich jetzt hier im Video. Es tut mir leid. Da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen, um genau zu sein. Wartet, lasst mich kurz zählen. Es müssten mittlerweile 5 oder 6 Tage vergangen sein. Ich habe gar keinen Plan. Auf jeden Fall ist einige Zeit vergangen, seitdem ich den Anfang hier das Ganze gemacht habe. Ich habe meinen PC ausgepackt und habe ihn dann auch dahingestellt, wo er jetzt, sage ich mal, steht. Dann habe ich überlegt, bist du nicht ganz zufrieden hier mit dem Aufbau von deinem Schreibtisch? Dann habe ich noch einen anderen Schreibtisch, der ist aber zu breit. Saß dann hier im Prinzip eine halbe Stunde, Stunde und habe gebrainstormt, wie du das hier alles machen kannst. Und ja, dann ist mir schlichtweg aufgefallen, dass man dieses Teil, was hier vorher, sage ich mal, eine Erhöhung war, die war ja ungefähr so hoch, da stand hier oben ja der Monitor, das konnte man abnehmen. Das war lediglich angeleimt und mit so einem Holzdübeln im Prinzip verbunden. Dann habe ich das schlichtweg auseinandergenommen und jetzt bin ich extremst zufrieden. Fehlen im Prinzip nur noch die Lichter, die ich mir geholt habe, dort oben ran. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann ja, kann ich schlichtweg im Prinzip direkt anfangen mit Streaming. So, und jetzt aber lange Rede, gar keinen Sinn. Gucken wir uns natürlich an, wie mein PC jetzt wirkt oder wie er funktioniert. Da unten steht der Dicke jetzt. Ist um einiges größer, wie wir gesehen haben. Es ist auch schon alles verkabelt. Mein Soundboard, mein Mikro, alles soweit drin verkabelt. Ich werde das Ding jetzt einfach mal anschmeißen. Los geht's. Oh. It's green. Und innen drin ist einfach RGB. Oh. Ist das geil. So, jetzt ist nur die Frage, passiert hier was? Bisher nichts. Wir warten mal.
3 Uhr 28 nachts. So, meine lieben Freunde, jetzt ist hier alles soweit eingerichtet, wie ihr seht. Ich bin auch schon im Schnittfenster, schneide genau das Video jetzt hier gerade. Und wie ihr seht, ich bin hier ungefähr schon an der 15-Minuten-Marke. Und das ist eigentlich immer so meine Marke, die möchte ich nicht groß überschreiten. Also vielleicht noch so 16, 16.30. Deswegen versuche ich mich jetzt hier wirklich kurz zu halten. Meine Worte zu diesem PC, er ist absolut Bombe. Ich kann jedes Spiel, was ich bisher angefasst habe, 100% flüssig spielen. Ich habe schon Streaming-Tests, Aufnahmetests gemacht, funktionieren 1A hier in OBS. Dieser PC ist ein absoluter Traum. Ich bin so glücklich, ihn geholt zu haben. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ansonsten genau in der Sekunde, wo das Video hier vorbei wäre, nach dem Upload bin ich live. Guckt alle auf Twitch vorbei. Irgendwo in der Videobeschreibung definitiv drin. Ansonsten auf allen meinen anderen Social Media Kanälen geht's auch auf jeden Fall los. Hab das Ganze versucht, ein bisschen professioneller anzugehen und mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall, ja, bleibt mir wie gesagt nur noch zu sagen: Like das Video, Abo dalassen, Kommentar ablassen. Ablassen? What the fuck? Tschüss, ciao und auf Wiedersehen, sagt euer Kreos. Wir hören uns, wir sehen uns. Bye, bye. Tschua!